Ja, ihr Lieben, heute möchte ich euch mal zeigen, was ich denn so alles dabei habe, wenn ich auf Tour gehe. Und zwar nicht, wenn ich auf Tagestour gehe, sondern wenn ich auf eine größere Tour gehe mit Übernachtung, ein oder zwei Nächte. Was nehme ich da so mit? Und das will ich euch heute einfach mal im Detail zeigen. Ihr seht schon, hier steht ein relativ großer Rucksack. Das ist auch ein sehr, sehr großer Rucksack. Und was das genau für einer ist und wie viel da reinpasst, das schauen wir uns gleich im Detail mal an. So, da wollen wir uns mal anschauen, was alles so dabei ist bei einer Übernachtungstour. Fangen wir erstmal mit den groben Sachen an. Ein Zelt, ein bis zwei Personen Zelt, wobei eine Person mit Gepäck, ist ein kleines Zelt, was ich heute zum ersten Mal ausprobieren werde, könnt ihr euch dann anschauen. So, dann habe ich eine Isomatte, eine Falt-Isomatte, die eignet sich zum Sitzen, zum Liegen. Die lege ich in der Regel immer als erstes ins Zelt rein, um eine Grundpolsterung zu schaffen. Im Winter noch ein bisschen zusätzliche Wärme, die sie spenden soll. Und als Hauptschlaf-Isomatte nehme ich dann diese Climate. Das ist eine Ultraleichtmatte, hat auch einen guten R-Wert für den Winter. Man friert also nicht von unten, polstert sehr schön und hat ein kleines Packmaß. Ja, auf jeden Fall, ne, Mütze für die Nacht. Eine Fließjacke, wenn es dann mal ein bisschen kälter wird am Abend. Das ist mehr für den Tag, eine Hängematte. Wenn man mal länger irgendwo im Ort ist, kann man sich dort auch mal bequem in die Hängematte legen. So. Was ist noch ganz wichtig? Waschzeug, Hygienebeutel, Handtuch. Ganz wichtig übrigens beim Hygienebeutel. Da habe ich Wilderness Wash. Das ist ein biologisch abbaubares Waschmittel. Das ist zum Duschen, zum Haare waschen, zum Wäsche waschen, zum Geschirr abwaschen. Einfach für alles. Belastet nicht die Umwelt. Ist einfach eine prima Geschichte. Für die Nacht ein paar trockene Wollsocken, auch ganz wichtig. So, wenn ich im Sommer unterwegs bin, habe ich einen ultraleichten Sommerschlafsack dabei. Ist bis plus 10 Grad ausgelegt, aber bei 10 Grad wollt ihr nicht drin liegen, glaubt mir das. So um die 20 Grad überhaupt gar kein Problem. Deswegen habe ich als Ergänzung noch einen zweiten Schlafsack, das ist ein Fließschlafsack. Das ist einfach nur als Fließstoff, ist quasi auch zu verwenden als Inlay für einen anderen Schlafsack, dass man innen drin nicht so schwitzt und es ist schön kuschelig. Ja, ganz wichtig auch Müllbeutel, wiederverwertbarer Müllbeutel fürs schmutzige Geschirr, um es wieder mit nach Hause zu nehmen und die ganzen Abfälle mitzunehmen, alles hier rein. Das ist ein kleiner Klapptisch, den kann man auch übers Lagerfeuer stellen, wenn man sich was braten will. Ich nutze ihn als Tisch, als Beistelltisch. Einfach ein paar Dinge draußen im Wald auch abzustellen. Ganz wichtig, Kaffeemaschine, French Press, wie die funktioniert, seht ihr ja in meinen anderen Videos. Wasser habe ich in der Regel immer 1 Liter Wasser dabei für zum Kaffeekochen, zum Trinken, Kaffeebecher. Zweite Wasserflasche mit 1 Liter. So, dann geht es um den Tarpaufbau. 3 Meter mal 3 Meter Tarp, Paracord, Gestänge, um das Tarp aufzubauen, um Holz zu beschaffen. Säge ist eine japanische Klappsäge, hundescharf, sehr schnittfreudig. Macht echt Spaß damit zu sägen. Für die groben Arbeiten natürlich mein Beil. Ganz wichtig für schlechtes Wetter, Nässeschutzjacke Bundeswehr. Hier in dem Beutel habe ich einfach mal noch ein Kopfkissen, ne? Weil Komfort ist dann doch auch für mich ein wichtiger Punkt draußen. Und da habe ich eigentlich immer ein aufblasbares Kopfkissen. Und weil mir das aber natürlich nicht reicht, habe ich da noch ein schönes Gel-Kopfkissen, was dann oben drauf kommt auf das Aufblasbare und
man hat es gemütlich drauf. Lässt sich auch gut komprimieren. Kriegt man also auch wieder sehr klein eingepackt. Ja, Handschuhe, ganz wichtig. Pfanne. Kopflampe, dass man abends Licht hat. Messer. Mein Trangia Kochset. Hier habe ich einfach Spiritus dabei, mein Trangia Brenner. Das ist abends meine Beleuchtung, mein UCO-Set, das heißt meine UCO-Teelichtlampe und meine UCO-Kerzenlaterne, die ich dann abends, um einfach ein bisschen gemütliches Licht zu haben. So, was fehlt noch? Kochset, ganz wichtig. Mit Kaffee, Gewürzen, Topf, Becher fürs Rührei früh, feuerfeste Unterlage, Topflappen und Utensilien, die man zum Kochen braucht. So, was haben wir noch vergessen? Mein EDC, das stelle ich euch mal gesondert vor. Ganz, 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 ganz viele Dinge sind da drin, die man braucht für alle Fälle. So, und zu guter Letzt, man ist ja bequem geworden, ein schöner Stuhl und ein Tisch. Ja, das sind so meine Utensilien, die ich dabei habe, wenn ich eine Tour mache mit Übernachtung, so wie heute. Ansonsten, wenn ich einfach nur eine Tagestour mache, habe ich deutlich weniger dabei. Dann habe ich übrigens auch einen kleineren Rucksack, Akku-Rucksack. Dieser Rucksack ist ein 100 Liter Rucksack. Das ist der Teaser von Miltec. 100 Liter hat einen noch Außentaschen, jeweils 10 Liter, also insgesamt 120 Liter Rucksack. Passt einiges rein. Dort ist auch das Gestell höhenverstellbar, kann man also individuell auf sich anpassen, trägt sich wunderbar. Und was noch wichtig ist, Erste-Hilfe-Set habe ich grundsätzlich immer dabei, egal ob kleine oder große Touren. Und wenn ich eine Übernachtungstour mache, habe ich meistens noch solche Räucherstäbchen dabei, Zitronella-Räucherstäbchen, um einfach das Ungeziefer ein bisschen zu verkraulen. Ja, ansonsten Bundeswehr-Faltmatte, die habe ich schon alleine aus Prinzip immer im Rucksack. Die eignet sich hervorragend, wie jetzt zum Hinknien, zum Hinsetzen, als Polster, für irgendwas, für alles Mögliche. Ja, das ist mein Setting, was ich dabei habe, wenn ich draußen unterwegs bin. Das war jetzt natürlich nur ein Schnelldurchlauf gewesen, was ich an Artikeln im Rucksack dabei habe, über das eine oder andere, zum Beispiel das Kochset, mein EDC, das Schlafsetup werde ich nochmal ein gesondertes Video machen und werde es da nochmal im Detail vorstellen. Ja, ansonsten findet ihr auch unter dem Video jede Menge Verlinkungen. Die meisten Gegenstände, die ich euch gerade gezeigt habe, habe ich dort auch verlinkt. Ansonsten, ja, schaltet einfach wieder rein, auch beim nächsten Mal, wenn es um Ausrüstung geht, wenn es um Outdoor geht, um Bushcraft und um Abenteuer. Bis dahin macht's gut, euer René von Outdoor Saxonia.